Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video von mir. Es ist einige Zeit her, ich war leider etwas im Stress, da ich gerade im Praktikum war. Ich bin jetzt fertig mit dem Praktikum und habe jetzt einige Zeit für YouTube und auf Instagram, weil ich ein bisschen Ferien habe. Aber ich hatte ich war ein bisschen krank, dann hatte ich Stress, dann musste ich arbeiten, immer bis um 8, halb 9. Und das war einfach viel, deswegen war ich ein bisschen inaktiver hier, habe 2 Wochen nichts hochgeladen. Tut mir sehr, sehr leid, aber jetzt kommen wieder regelmäßig Videos, jede Woche 1, teilweise vielleicht auch 2, aber ich verspreche nichts. Und ich möchte heute mit euch über ein momentan sehr bekanntes Thema sprechen und auch wahrscheinlich um ein Thema, wo meine Meinung nicht unbedingt dem Mainstream angehört. Es geht um die Trennung von Bibi und Julian. Allerdings geht es nicht nur darum, sondern ich zeige euch auch mein momentanes Lieblings-Make-up, mein Alltags-Make-up, was ich so fast täglich trage, was ich zur Arbeit trage. Ich muss nachher noch kellnern. Ich arbeite ja nebenbei in einem Restaurant. Und ich zeige euch auch mein liebstes Outfit momentan und auch die neuen Pieces von Oceans Apart, die ich netterweise haben durfte. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch das Video heute entsteht in Kooperation mit Oceans Apart unter der Kampagne We Are One. Wie auch jedes Jahr steht der Monat Mai unter dem Thema Diversity. Es ist der Diversity Month und nächsten Monat ist ja auch der Pride Month. Und genau aus diesem Grund hat sich Oceans Apart mit mir zusammengetan und ich darf euch ein paar Pieces zeigen und euch so ein bisschen die Marke nochmal näher vorstellen. Momentan ist es ja so, dass Diversity sehr groß geschrieben wird. Man merkt es ja in Kampagnen, in Shootings und so weiter. Und mittlerweile sollte es auch kein Thema sein, welche Figur man hat, wie man aussieht, welche Farbe man trägt, welche Hautfarbe man hat. Und genau das möchte ich natürlich unterstützen. Und Diversity steht natürlich nicht nur für Skin Color, sondern auch für die Figur. Und gerade bei Oceans Apart findet ihr für jeden Figurtyp alles. Jede Leggings, jeden Sport-BH für große, kleine Brüste. Ich würde jetzt sagen, ich habe eine ziemlich normmäßige Figur, allerdings habe ich ziemlich breite Schultern durch meine Vorgeschichte. Und für mich ist es ziemlich schwierig, einen gut sitzenden Sport-BH zu finden. Und tatsächlich sind die Sport-BHs von Oceans Apart die einzigen, die mir gut passen. Ich habe ein relativ kleines Körbchen und ich habe halt aber auch eben diese breiten Schultern. Und hier passen mir die Sets alle zusammen und deswegen mache ich auch diese Kooperation mit Oceans Apart, weil ich so überzeugt davon bin. Ich darf euch heute nochmal 2 Sets, wie gesagt, vorstellen. Unter anderem zeige ich euch das jetzt overlaid. Ich trage jetzt gerade, was ihr auch jetzt an mir sehen konntet, das Beverly Set in Coral. Und natürlich ist das eine Leggings und der Sport-BH passend dazu. Die Farbe ist einfach unfassbar schön. Ich trage die momentan fast täglich. Ich liebe es auch in Kombination mit diesen Beach Waves und diesem Sunset-Look, den ich euch heute auch geschminkt habe. Und ich finde das einfach mega, mega schön. Voll passend für jeden Tag und einfach mega, mega attraktiv. Als nächstes zeige ich euch das Soho Set in der Farbe Dove Blue. Natürlich ist das auch wieder ein Set mit einer Leggings. Diese hat sogar Taschen, wie ihr sehen könnt. Was ich mega, mega cool finde. An jeder Seite eine Tasche zu haben, ist Hammer. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Leggings, die ich am allerliebsten von Oceans Apart trage. Und noch dazu ist der Schnitt, das Sport-BH, sowas von schön. Gerade für meine Figur macht der sehr, sehr viel. Ich finde dieses überkreuzte hinten am Rücken mega, mega schön. Ich finde die Farbe einfach sehr toll, auch zu meinen blonden Haaren. Aber das steht natürlich jedem. Natürlich, wie auch immer, kommt jedes Set in verschiedenen Farben. Ihr könnt euch sehr, sehr viele Farben aussuchen. Ihr findet zu allen Körperformen, allen Körbchengrößen, allem, was so eventuell wichtig sein könnte für Sportsachen. Zu allem findet ihr das Passende auf der Seite von Oceans Apart. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Es gibt Petite-Größen, es gibt Langgrößen, es gibt Short-Größen, es gibt natürlich auch Plus-Size-Größen, es gibt für schlanke Frauen und auch teilweise Männer
die Unisex-Sets und das ist natürlich mega, mega gut, dass ihr so viel Auswahl habt. Und ich trage als Referenz für euch in beiden Sets die Größe M. Ich trage immer Größe M bei Oceans Apart, außer bei dem einen grünen Hoodie, den ihr dem letzten in einem Video sehen konntet. Da habe ich die Größe S, weil ich gerne meine Figur zeige und dieses Oversize teilweise nicht ganz so gerne mag. Natürlich habe ich auch wieder einen Code für euch. Und zwar ist das der Code Jolaine50, den blende ich euch hier mal ein, für 50% Rabatt bis zum 24. Mai. Deswegen kommt das Video auch heute online. Dann habt ihr nämlich noch ein bisschen Zeit und könnt die 50% komplett ausnutzen. Danach könnt ihr natürlich meinen Code auch weiterhin nutzen. Also 89 Euro Mindestbestellwert, 40% auf den gesamten Einkauf. Bei 79 Euro 30% und bei 69 Euro 20% auf die komplette Kollektion, die gesamte Kollektion auf Oceans Apart. Und natürlich könnt ihr super gerne einfach unten in der Infobox vorbeischauen und auf die Seite von Oceans Apart klicken. Den Link findet ihr, wie gesagt, immer unten in der Infobox. Und nutzt super gerne meinen Code, dann könnt ihr ein bisschen was sparen. Ich finde 50% mega viel. Und nachdem ihr eventuell schon was geshoppt habt, falls ihr geshoppt habt, dann schreibt mir super gerne in die Kommentare und taggt mich auf Instagram. Könnt ihr natürlich gerne dieses Video weiterschauen. Und jetzt geht es los mit dem Video. Kommen wir zu diesen Themen, die ich mal ansprechen wollte. Und zwar habt ihr es sicherlich mitgekriegt, Bibi und Julian Klaassen haben sich getrennt. Und ich weiß nicht. Klar ist das erstmal so krass, weil die schon sehr lange zusammen waren. Und natürlich kenne ich die auch von früher. Ich habe denen auch früher gefolgt. Und ich fand die früher echt ein süßes Pärchen so. Aber diese Trennungsgerüchte, die da jetzt überall verbreitet werden, dass das ein Promo-Move ist oder dass die das ja sowieso nur für Aufmerksamkeit machen oder dass da irgendwas dahinter steckt, dann werden irgendwelche Screenshots gefaked von Leuten und ich könnte diesen Screenshot innerhalb von, weiß nicht, einer Minute faken. Da braucht man einfach nur eine Bearbeitungs-App, es muss nicht mal Photoshop sein, um das zu ändern. Also das ist so krank, was da Leute einfach machen und sich in das privateste Leben von einem einmischen. Das ist so krass. Und was ich daran einfach nicht nachvollziehen kann, ist, wie man sich das Recht rausnehmen kann, sich so in eine, auch wenn es eine öffentliche Beziehung ist, sich so in die Privatsphäre von Leuten oder in die Beziehung von Leuten einzumischen. Und das war damals schon bei Pietro Lombardi und Sarah Engels hat sie jetzt, glaube ich, wieder der Fall. Dann war das auch der Fall wieder bei Camila Cabello letztes Jahr und Shawn Mendes, bei immer noch heutzutage bei Selena Gomez und Justin Bieber. Und jetzt wird es halt aber auch bei Influencern gemacht und ja, es trennen sich gerade viele, aber ich denke einfach, dass es genauso viele sind, die sich trennen wie vorher, nur dass es vorher einfach nicht so öffentlich gemacht wurde, anstatt jetzt, weil viele haben sich ja auch auf diese Beziehungen einfach einen Kanal oder eine Followerschaft aufgebaut. Und ich denke, das ist das Problem jetzt gerade, weil sich diese Leute trennen, die halt viele Follower haben und die eigentlich auch öffentlich immer ihre Beziehung geteilt haben. Und das ist auch so ein Grund, warum ich meine Beziehung nicht gerne öffentlich teile. Einfach, weil mein Freund auch nicht gerne in der Öffentlichkeit ist. Und ich meine, ich bin auch nicht so groß auf YouTube, auf TikTok oder so. Klar nicht. Aber selbst wenn, würde ich niemals meinen Freund, außer er sagt es unbedingt, in die Öffentlichkeit ziehen. Und natürlich habt ihr irgendwo das Recht, ein bisschen was zu erfahren. Und natürlich ist es, wenn man den Leuten folgt, weil sie sich auf die Beziehung was aufgebaut haben oder so. Und das ist jetzt nicht unbedingt und generell bei Bibi und Julian der Fall. Die haben sich ja auch, gerade Bibi hat sich ja einzeln erstmal was aufgebaut gehabt. Dass halt so viele Leute sich einfach in die Beziehung einmischen, auch wenn sie natürlich irgendwo dafür bekannt geworden sind oder so. Das finde ich einfach fies. Es ist einfach auch nicht okay, sich in so einer Privatsache einzumischen. Und natürlich teilen Creator irgendwo ihr Leben mit einem, aber es ist halt nie gesagt, ob das das komplette Leben ist oder ob das nur ein Teil des Lebens ist. Ich kann halt
natürlich 24 Stunden am Tag vloggen, aber ich kann ja kein 24-Stunden-Video hochladen. Also nehmen sich die Leute einfach nur das raus aus dem, was sie filmen, was sie auch zeigen möchten. Oder sie überlegen vorher, bevor sie filmen, welche Teile des Lebens möchten sie zeigen. Und niemand zeigt gerne, wie er heult, wie er traurig ist, wie er wütend ist, Streits oder was weiß ich. Und natürlich haben Bibi und Julian, um jetzt mal wieder dahin zu kommen, vorher sehr glücklich gewirkt und sie haben sehr, sehr vertraut immer gewirkt. Die waren ja auch ziemlich lange jetzt zusammen, über 10 Jahre, glaube ich. Natürlich ist das erstmal ein Schock für viele, aber wir wissen doch alle nicht, was hinter den verschlossenen Türen vorgefallen ist. Das können doch nur die zwei sagen. Und ich verstehe einfach nicht, wie man sich da das Recht rausnehmen kann und einer Bibi total die Vorwürfe wegen Fremdgehen und was weiß ich machen, egal mit wem sie jetzt zusammen ist, ob sie einen Freund hat, ob das eine Affäre ist oder was weiß ich, hat doch niemand das Recht, ihr Vorwürfe zu machen. Das verstehe ich nicht. Ich kriege das nicht in meinen Kopf rein. Welcher Mensch nimmt sich denn das Recht raus und sagt jemand anderes, den er nicht kennt und wo er nicht weiß, was da wirklich vorgefallen ist, dass sie fremd geht? Ich kriege das nicht in meinem Kopf zusammen. Wir wissen doch nicht, ob die beiden nicht schon viel länger getrennt sind, ob die vielleicht schon 4-5 Wochen getrennt sind und sie jetzt eben diese Woche knutschend abgelichtet wurde von irgendwelchen Paparazzos oder Followern oder was auch immer, wer diese Fotos gemacht hat. Und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, warum ihr jetzt wieder vorgeworfen wird, sie würde fremdgehen, sie würde die Beziehung ruinieren und sie hätte ihn ja nur ausgenutzt. Das waren alles so Kommentare, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und da muss ich echt sagen, also die Leute haben doch einen Knall. Es tut mir voll leid, dass ich das jetzt so offen und ehrlich sagen muss. Aber wem geht denn das was an? Das hat doch niemand irgendwo zu judgen, was sie macht. Sie ist eine erwachsene Frau. Und selbst wenn sie fremdgegangen ist, ist es ihre Sache. Und damit muss der Julian klarkommen, damit muss sie klarkommen und ihre neue Mann, Freund, Bekannter, was weiß ich, was er ist, die müssen damit klarkommen. Die müssen einen Weg finden, wie sie damit klarkommen. Und die Kinder natürlich. Aber jetzt wieder rauszurufen und sie als die Böse darzustellen oder ihn als den Bösen darzustellen, das geht doch niemandem was an. Wenn ihr euch trennen würdet nach einigen Jahren, würde doch auch kein Mensch zu euch kommen, so richtig face to face. Du hast die Beziehung ruiniert, du bist böse und fremde Leute sagen sowas. Fremde Leute, wenn das die beste Freundin erzählt zu einem, der fremdgegangen ist, ist es ja nochmal was anderes. Aber fremde Leute, die bei nichts dabei waren, die von nichts eine Ahnung haben, machen ihr jetzt Vorwürfe und das kann ich einfach nie nachvollziehen, da kriege ich einen zu viel. Das sind halt alles so Sachen, die sind heutzutage sowas von krass durch diese Social Media Welt und das sind auch so Gründe, warum ich meine Beziehung jetzt nicht öffentlich teile, weil es einfach niemanden was angeht. Das ist meine Privatsache. Mein Freund ist auch ein privater Mensch, der sein Privatleben gerne auch privat lässt. Und ich teile wirklich nur das, was ich auch möchte und was er möchte. Ihr wisst nicht, wo wir wohnen. Ihr wisst nicht, wie lange wir zusammen sind, wie das jetzt bei uns so läuft alles, ob wir uns verstehen oder nur streiten und was weiß ich. Und das sind doch so Sachen, die gehen doch auch niemandem was an. Ich verstehe das nicht. Ich kriege das nicht in meinem Kopf zusammen, warum sich Leute da so reinhängen, als wäre das ihre eigene Beziehung oder die beste Freundin oder so. Natürlich sind Content Creator irgendwo auch selber schuld, wenn sie ihre Sachen so teilen und so. Aber es ist doch immer noch so eine, man muss doch so reflektiert sein und sehen können, dass Content Creator oder Influencer oder Blogger oder was auch immer, Personen des öffentlichen Lebens, einfach Leute sind, die ihrer Arbeit nachgehen. Die bauen sich eine Followerschaft auf, die zeigen die Sachen, die sie gerne teilen möchten und sie filtern ihren Content. Und dazu gibt es ein sehr, sehr schönes Video von der lieben Contra-Junkie. Die verlinke ich euch mal unten, auch das Video. Oder ich weiß gar nicht, ob es eine Insta-Story war oder so. Wo sie das erzählt hat oder ein Livestream. Auf jeden Fall macht sie tolle Videos, die verlinke ich euch unten auf jeden Fall mal. Instagram und YouTube macht sie. Sie ist der Wahnsinn. Und sie ist so eine ehrliche Seele, die sagt, sie zeigt euch nur genau die Art, die Seiten von sich, die sie gerne zeigen möchte.
Und das macht eine Bibi nicht anders, das mache ich auch nicht anders. Ich zeige euch doch nur die Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und dass sich Leute so krass verbunden fühlen mit Influencern, kann ich teilweise einfach nicht nachvollziehen. Oder doch schon, teilweise, aber man muss doch reflektieren können. Ich meine, wie gesagt, Influencer teilen nur die Sachen ihres Lebens, die sie auch gerne im Internet teilen möchten. Und natürlich kann man dadurch, dass ja diese Interaktion ist, dass Influencer einen mitnehmen ins Leben, kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich mal verbunden fühlt oder manche Menschen mehr mag, manche weniger. Aber dass man sich so in das Leben von anderen Leuten reinhängt, das geht mir nicht in meinem Kopf rein. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch echt geschockt, wie krass die Leute momentan sind, dass sie jetzt auch anfangen mit, jetzt haben wir den Glauben an die wahre Liebe verloren und kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde das total ein Schwachsinn, ehrlich. Also jetzt mal im Ernst, das ist doch, wir wissen noch nicht, ob ihre Ehe oder ihre Partnerschaft wirklich so toll war oder ob die sich einfach nur für die Kinder jetzt noch 2-3 Jahre, ich weiß nicht, wie alt Bibis Kinder sind, ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt, ob die sich nur für die Ehe noch zusammengerissen haben, für die Kinder oder ob das jetzt schon ewig ging und die haben eine Paartherapie gemacht, da können wir doch alle nicht reingucken in die Köpfe von den beiden oder ob das für sie schon länger abgehakt war und sie hat es nur für die Kinder zuliebe gemacht oder vielleicht ist auch Julian fremdgegangen, vielleicht ist auch sie fremdgegangen, vielleicht ist keiner fremdgegangen und sie haben sich im Guten getrennt und sie hat jetzt eine neue Beziehung mit jemandem. Also das wissen wir doch alles nicht. Warum machen wir uns denn so einen Stress dabei? Ich verstehe das nicht. Um nochmal den Bogen dahin zu kriegen, dass ich nicht verstehen kann, warum die Bibi jetzt als die Böse wieder dargestellt wird. Ich finde, wir sind in Anschuldigungen mittlerweile so, so schnell, dass wir einfach vergessen, mal zu reflektieren, ob wir nicht dasselbe machen, ob wir überhaupt die Geschichte wissen. Und wir nehmen uns das Recht raus, über Leute zu urteilen, die wir gar nicht kennen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Ich weiß nichts über die Bibi, außer dass sie eine krasse Geschäftsfrau ist, dass sie seit Jahren YouTube macht und Social Media generell, dass sie sich ein Imperium mit Bilou aufgebaut hat und dass sie eben ewig mit Julian zusammen war und verheiratet war und dass sie 2 Kinder hat. Mehr weiß ich nicht. Was ihr Lieblingsessen ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie das mal geteilt, keine Ahnung. Aber wir wissen noch nicht, wie ihre Beziehung gelaufen ist und ob sie jetzt wirklich schon jemand Neues vorher kennengelernt hat oder nicht. Und es tut mir auch so leid, dass ich irgendwo jetzt hier so ganz hart rede und vielleicht auch so ein bisschen wirr rede, aber mir geht das alles gerade seit gestern, vorgestern durch den Kopf und ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde das so schlimm, dass sie jetzt von ganz TikTok Deutschland gefühlt, von Leuten, die ihr vielleicht teilweise gar nicht folgen, dafür so gejudged wird und wo auch jetzt alle so aus den Löchern kommen und auf einmal ihre Klicks versuchen abzugreifen mit irgendwelchen Videos, die sie darüber machen. Ehrlich, in was für einer Welt leben wir denn? Oh, wo das Liebesleben von fremden Menschen, von eigentlich irrelevanten Menschen wichtiger ist als das eigene. Das geht mir nicht in die Platte rein, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe meine Augenbrauen jetzt schon gemacht und jetzt geht's weiter mit dem Highlighter. Dafür benutze ich die Farbe Bellini von Bayana Beauty. Wie gesagt, Link ist in der Infobox. Das ist diese wunderschöne Farbe. Und die gebe ich mir jetzt einfach auf die Wangen. Oh, wie schön. Aber kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema. Was ich sagen möchte, ist eigentlich nur, dass ihr einfach darauf achten solltet, wie man sich oder wie ihr euch im Internet präsentiert, wie ihr euch gebt. Denn nur weil ihr im Internet anonym seid, ist das kein Freifahrtsschein für irgendwelche Angriffe oder irgendeine Scheiße, die zu posten. Und nehmt euch auch nicht Influencer so zu Herzen, weil natürlich habt ihr eine gute Bindung vielleicht so gefühlt zu einem Influencer und darüber machen wir ja auch Geld. Also ich bekomme ja auch Sachen zugeschickt und empfehle euch Sachen, weil ich die Produkte gut finde und die Firmen mir für meine Reichweite diese Sachen kostenlos zuschicken. Und natürlich ist irgendwo dann auch für große Influencer, die damit viel Geld machen, so diese Vertrauensbasis, die natürlich das Geschäftsmodell und so funktioniert Social Media.
Aber nur weil die euch an ihrem Leben teilhaben lassen, heißt das nicht, dass ihr bei jedem kleinsten Fienze ihres Lebens dabei seid. Weil die teilen genauso nur wie ich auch die Seiten ihres Lebens, die sie teilen möchten. Und ob die beiden jetzt schon ewig getrennt sind oder ob die erst seit kurzem getrennt sind oder was weiß ich, das sind alles Sachen, die wissen wir nicht. Da wissen wir nicht Bescheid und es geht auch einfach niemanden was an. Und ich finde, dieses Distanzverhältnis müssen einfach ganz viele Leute wieder lernen. Und das sollte mal jemand auch aussprechen. Weil viele Influencer oder Leute des öffentlichen Lebens trauen sich nicht, sowas zu sagen. Weil es natürlich einen angreifbar macht und eventuell dieses tolle Bild von einem zerstört. Aber mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich halte meine Meinung nicht hinterm Berg. Und ich finde, nur weil ich öffentlich meine Sachen teile, heißt es nicht, dass euch das das Recht gibt, mich dafür zu judgen, was ich in meinem Privatleben mache. Das hier ist das, was ich euch zeigen möchte. Und wenn ihr meine Lichtverhältnisse, wie ich heute schon gesagt habe, gerne kritisieren wollt, dann macht das. Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich was verbessern kann an meinem Videoschnitt, an meinen Videos, an meinem Content, dann macht das. Aber es gibt euch nicht das Recht, euch irgendwo da rein zu versetzen in meine Beziehung und mir zu sagen, wie ich meine Beziehung führen sollte. Ganz einfach. Und eine Bibi jetzt als Fremdgeherin zu beschimpfen, obwohl wir nicht wissen, ob sie fremdgegangen ist oder ob sie schon getrennt waren, finde ich einfach nicht in Ordnung. Und das sollte mal jemand auch aussprechen, weil ich wollte eigentlich schon TikTok dazu machen, aber auf TikTok, muss ich ehrlich sagen, ich liebe TikTok und ich habe auch die meisten Follower auf TikTok von meinen Social Media Seiten, ne? Aber auf TikTok wird auch ganz, ganz viel Unsinn hochgeladen und ganz viel Nonsens. Und wenn da eben Sachen hochgeladen werden, wie eine Bibi ist fremdgegangen oder so, dann glauben das natürlich auch viele, viele Leute, weil einfach die Zuschauerschaft auf TikTok sehr, sehr jung ist. Und viele Leute machen natürlich aufgrund des Namens von Bibi und Julian viele Klicks, weil ich meine, einer Bibi folgen, ich glaube, ich habe vorhin mal geguckt, waren es 8 Millionen Follower auf Instagram. Also überlegt mal, 8 Millionen Follower, dass die natürlich in ganz Deutschland einfach irgendwo dann bekannt ist und auch über Social Media hinaus natürlich bekannt ist, ist ja wohl klar. Und natürlich waren die das Traumpaar unserer Generation. Ich meine, wann sind die denn auf YouTube gegangen? 2012, 2013? Da war ich 13 Jahre alt. Natürlich habe ich mir ein Vorbild an denen genommen, weil die erfolgreich waren, weil die viel geschafft haben. Die haben eine Familie gegründet, zwei tolle Kinder auf die Welt gebracht. Die haben ein Haus, eine Villa, die haben sich zwei Geschäfte aufgemacht. Die haben, was weiß ich, wie viel Geld auf dem Konto und leben ein Luxusleben und was weiß ich. Natürlich sind die ein Vorbild, aber ich finde nicht, dass man davon sein eigenes Liebesleben abhängig machen sollte. Und natürlich kann man das so sehen, ach, das hätte ich auch gerne. So ein bisschen nach dem Motto, ach, das ist aber schön, das würde ich mir für mich auch wünschen. Aber man sollte das nicht eine fremde Beziehung als Nonplusultra sehen, weil niemand weiß, ob das wirklich so toll ist. Natürlich muss ich auch sagen, ich finde es super schade, dass die beiden sich getrennt haben. Ich finde es auch super schade, dass eine Camila Cabello und ein Shawn Mendes sich getrennt haben, weil ich die als Paar sehr, sehr niedlich zusammenfand, optisch. Aber ob die jetzt zusammenpassen, kann keiner sagen, wenn er sie nicht persönlich kennt oder ob er selbst in der Haut steckt. So. Und das ist das, was ich dazu sagen wollte. Jetzt mache ich meinen Eyeliner und meine Mascara off-camera und dann kommen wir zu den Lippen. So, ihr Lieben, das ist das Augen-Make-up fertig. Ich habe noch einen braunen Eyeliner gezogen mit dem Dior Show Matt Braun Liner. Das ist so ein Felt-Tip-Eyeliner, glaube ich. Dann habe ich noch die Mascara von Casperlin. Wo habe ich sie? Das ist jetzt die schwarze, genau. Ich, mit der Day-Mascara von Casperlin in schwarz. Heute meine Wimpern getuscht. Ich trage das auch super gerne mit den braunen Wimpern. Also mit der braunen Mascara von Cas. Und dann benutze ich jetzt noch von Casperlin den SPF Lip Gloss Beach Peach. Genau, das ist so ein Lip Gloss mit SPF drin und in so einer schönen koralligen Farbe. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist ein bisschen Highlighter in meinen Innenwinkel geben. Und da benutze ich die Farbe Champagne von Bayana Beauty. Der hier.
und gehe damit in meinen Innenwinkel. Wie könnt ihr euch so ein bisschen davon entfernen? Wie könnt ihr ein bisschen besser im Internet umgehen mit solchen Sachen? Ich finde einfach, ihr solltet gucken, wem folgt ihr, welche Influencer findet ihr sympathisch, welchen könnt ihr nach eurem Ermessen vertrauen. Und jetzt ist die Sonne wieder weg. Wechselnde Lichtverhältnisse. Und wer macht einen guten Eindruck? Wer ist vielleicht nachhaltig? Wer zeigt euch immer dieselben Produkte und so weiter? Und wer macht nicht für alles Werbung? Und vor allem, wie ihr euch so ein bisschen im Umgang mit Influencern besser schützen könnt, wäre: reflektiert einfach eure Handlung. Reflektiert wirklich, geht es euch was persönlich an? Geht es euch im Entferntesten etwas an? Verletzt euch das, was ein Influencer teilt oder ja generell sagt oder macht oder tut? Und das sind so die grundlegenden Dinge, die ich finde, die wichtig sind. Dann müsst ihr euch mal vor Augen halten, wie wollt ihr, wie mit euch umgegangen wird? Also wollt ihr einen freundlichen Umgang haben? Wollt ihr nette Bekannte haben, die immer gut mit euch umgehen, die hilfsbereit sind oder sonstiges? Wollt ihr generell einfach ein ruhiges Leben haben? Wollt ihr viel Party oder sonstiges? Und genau diese Ansprüche, die ihr für euer Leben habt, so solltet ihr auch gegenüber anderen Influencern sein, anderen Content-Creatern, anderen Menschen generell, auch in eurem Umfeld. Und ihr müsst euch immer hinterfragen, reflektieren, was möchte ich und wie möchte ich, wie mit mir umgegangen wird und wie gehe ich mit anderen Leuten um. Haltet euch mit solchen Äußerungen gegenüber Bibi zurück, haltet euch gegenüber diesen wahre Liebe-Dingen einfach so ein bisschen ein Stück weit zurück, weil jeder findet Liebe, jeder findet in irgendeiner Art und Weise einen Partner, der zu einem passt oder sonstiges. Und wenn eben die zwei nicht mehr zusammen sind nach mega langer Zeit, ich hatte für mich noch nie so eine lange Beziehung. Ich meine, die waren seit der Schule bis jetzt zusammen. Das ist wahnsinnig lange. Und natürlich ist es heutzutage so, dass sich viele Leute trennen, aber das hat einfach auch verschiedene Gründe. Und zu diesen Gründen kann ich auch gerne nochmal ein extra Video machen, weil die würden jetzt den Rahmen sprengen. Haltet euch einfach zurück mit solchen Äußerungen, haltet euch da raus und verfolgt vielleicht einfach diese ganzen Sachen vom Weiten, weil sie werden schon irgendwann dazu fähig sein oder bereit sein, darüber zu sprechen, was genau vorgefallen ist. Und eventuell, wenn sie es nicht sind, dann belasst es einfach dabei. Sprecht Julian meinetwegen euer Mitleid aus, sprecht Bibi eventuell aus, dass sie doch ihre Entscheidung für sich entschieden hat und dass das gut so ist und dass sie glücklich werden soll. Aber nicht dieses negative Gehate und dieses mit Eingemische und dieses Vorwurfsvolle, weil das geht niemandem was an. Und das habe ich jetzt schon 20 Mal gesagt und ich wiederhole mich nur noch. Also mache ich mir jetzt fertig und dann kommen wir zum Ende des Videos. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen meine Gefühle zu dem derzeitigen Thema so ein bisschen rüberbringen. Ich weiß, das Video war wahrscheinlich von meiner Art des Redens ziemlich wiederholt gesteuert. Also ich habe viele Wiederholungen reingebracht und ich habe viel ziemlich wirr geredet, aber das passiert einfach, wenn ich ein Video drehe ohne Skript, ohne alles, wo ich einfach nur meinen Gefühlen freien Lauf lasse und einfach von der Zunge wegrede. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort kennt oder ob ich es einfach verwechsel, aber I guess, das war richtig. Ist mir auch ziemlich egal, wenn es nicht der Fall ist. Ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls euch das Video gefallen hat. Falls ihr Anregungen, Kritik oder sonstiges oder eure Meinung in die Kommentare schreiben wollt, dann schreibt sie super gerne in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei Ocean's Apart vorbei, denn die Sets sind, wie gesagt, gerade sehr, 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 sehr angesagt. Und die Farbe, schaut euch diese Farbe an. Gerade für den Sommer ist die einfach hammermäßig und lässt sich mega zu dem Look kombinieren. Falls euch der Look gefallen hat, dann taggt mich doch gerne, falls ihr diesen mal nachschminkt. Schaut auf jeden Fall auf meinen Social Media Seiten vorbei. Auf TikTok und auf Instagram bin ich noch etwas aktiver als hier. Also würde ich mich freuen, wenn ihr dort auch ein Follow da lasst und hier ein Abo, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Nehmt auf jeden Fall, wenn ihr bei Ocean's Apart vorbeischaut, meinen Code Jelaine50 und spart dort ein bisschen.
Und dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, scheut euch nicht, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben und gebt dem Video einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten, falls es euch gefallen oder nicht gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!